Schätze Züchterkolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch recht herzlich zu meiner Präsentation. Zuerst wollte ich mich bedanken, dass ihr meine Präsentation angeklickt habt. Auf dem linken Bild seht ihr mich mit meinem Stier einfach. Ich heiße Thomas und ich habe ein kleines Projekt mit meinem Brandswiss-Stier einfach am Laufen. Der Name Einfach steht für eine Zucht auf eine einfache, problemlose, braune Weide- und Raufutterkuh, die gut Platz hat in der Stall und auf jede Weide passt. So eine wie seine Grossmutter, die Kuh rechts im Bild. Die Samendose vom Stier Einfach kann man jetzt bei Seligstart bestellen. Die Nummern sowie seine Abstammung sehen wir auf der Folie. Einige Züchter habe ich bereits angeschrieben, habe natürlich nie alle können anschreiben. Und darum, falls ihr Züchterkolleginnen und Kollegen kennt, die sich eine ähnliche Kuh wünschen, dann könnt ihr sie auf mein Projekt und auf das Video aufmerksam machen. Meine Videopräsentation kann man auch ganz einfach weiterleiten. Ich danke bereits jetzt im Voraus für eure Mithilfe. Zurück zum Projekt. Der Hauptgrund für mein Projekt war, dass ich immer mehr Mühe hatte, um die passende Genetik im KB-Angebot zu finden. Mir ist auch schon gesagt worden, Thomas, vergiss es! Eine braune Kuh, die kannst du am Weiden nicht brauchen. Du doch am besten Rasse wechseln. Ich bin aber überzeugt, dass mit gezielter Zucht eine gute, funktionierende braune Weidekuh möglich ist. Aber eben, man muss auf das gezielt selektionieren. Wir haben zum Glück eine Kuhfamilie, die in unserem Weidesystem über Generationen sehr gut funktioniert hat. Es ist aber immer schwieriger geworden, die guten Eigenschaften in die nächste Generation zu retten. Bei meinem Stier einfach probiere ich die Eigenschaften, die ich brauche, zu bewahren. Von meinem Stier einfach hätte ich auch ein Hoftepp erstellen können, das für mich auch viel günstiger wäre. Aber ich habe mich bewusst entschieden, die Kosten, das Risiko und den Aufwand auf mich zu nehmen und bei Seligstart ein Samendepp erstellen zu lassen. Mit der Idee, die Genetik mit anderen Züchtern und Züchterinnen teilen zu können, die sich eine ähnliche Kuh wünschen. Ich sehe das auch als einen ganz, ganz kleinen Beitrag für die Rasse. Das Projekt ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, wo ich auch nicht in erster Linie wegen Geld mache. Schließlich wollte ich mit meinen Kühen, die auf meinen Betrieb passen und der tagtäglich gut funktionieren, mein Geld verdienen und nicht unbedingt mit dem Verkauf von Samendosen. Das ganze Projekt ist für mich auch ein Experiment. Ich habe keine Ahnung, ob eine Nachfrage nach meinem Stier rum ist. Wenn das ganze Projekt einigermaßen kostendeckend ist, dann bin ich mehr als zufrieden. Sonst wird mich meine Frau ein bisschen böse anschauen. Aber ja, das ist das Risiko, das ich halt eingehen muss. Wenn ihr euch bis dahin angesprochen fühlt, dann würde es mich freuen, wenn ich euch erzählen darf, wer ich bin, wieso ich das Projekt mache und was das für ein Stier ist. Für diesen Zweck habe ich eine ganz einfache, zweckmäßige Präsentation gemacht, die ich euch gerne präsentiere. Ich weiss, das Video ist relativ lang. Da ich Viehzucht als einen Teil von einer ganzheitlichen Betriebsstrategie sehe, ist es mir darum sehr wichtig, dass ich mein Stier und mein Projekt auch ganzheitlich vorstelle. Die Präsentation nur vom Stier selbst ist in der zweiten Hälfte des Videos. Die genaue Zeitangabe findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr noch für die Stierpräsentation interessiert sind, dann könnt ihr selbstverständlich auf eure Spuren. Ihr müsst auch keine Angst haben, die Präsentation soll auf keinen Fall irgendein Lobesrede sein, wie toll und wie viel besser jetzt mein Stier soll sein. Nein, gar nicht. Mein Stier hat auch seine Stärken und Schwächen, wie alle anderen Stiere auch. Und mein Stier passt auch nicht auf jeden Betrieb. Ich habe wirklich probiert, den Stier ganzheitlich und transparent zu präsentieren.
Das ist meine Grundidee von meinem Projekt. Warum umständlich, wenn es auch einfach geht, respektive mit Einfachkeit. Das ist auch mein Motto, das ich bei der Viehzucht verfolge. Einfach bedeutet für mich, eine Kuh, die bei einem einfachen Management sehr gut funktioniert. Eine Kuh, die einfach zum Handeln ist. Eine Kuh, die auch bei einer einfachen Fütterung die erwartete Leistung bringt und gesund bleibt. Eine Kuh, die bei einer einfachen Haltung gut funktioniert. Eine Kuh, die das Töchterle und das Wäscheln nicht nötig hat. Schlussendlich eine Kuh, die einfach, effizient und wirtschaftlich ist. Bis jetzt habe ich vermutlich etwa gefühlte 100 Mal einfach gesagt. Und aus diesem Grund heisst mein Tier auch einfach. Ein Name, wo man sich einfach kann merken kann. Ein Stier einfach ist für Betriebe, die sich eine problemlose Weide- und Rohfutterkuh wünschen, geeignet. Mit problemlos meine ich wirklich problemlos. Ich habe die Meinung und die Auffassung, dass viele Probleme, wie zum Beispiel Gebärmutterüberwürfe, Lautmagenverlagerungen, Mortellara usw. eine genetische Komponente haben. Bei diesen Beispielen ist wahrscheinlich von der Anatomie oder vom Immunsystem her irgendetwas nicht gut. Darum heisst das für mich, dass ich mit diesen Kühen nicht weiterzüchten darf. Es tönt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen hart, aber ich finde, langfristig gesehen ist das der einzig richtige Weg. Mir wird auch häufig die Frage gestellt, warum ich nicht auf Originalbraunvieh wechseln will. Das ist eine ganz gute Frage. Das Originalbraunvieh ist sicher auch eine ganz tolle Rasse. Ich tue auch teilweise gezielt Obenblut in unsere Herde einkreuzen. Aber auf unseren Betrieb passt ein Kuhtyp zwischen Originalbraunvieh und Braunsuisse vermutlich noch etwas besser. Es ist wie beim Fleckvieh, wo es die Rassen Simmentaler, Swiss Fleckvieh und Red Holstein gibt. In unserem Fall strebe ich den Swiss Fleckvieh Typ an, wobei mein Stier einfach ein reiner Braunsuisse Stier ist. Bevor ich weiterfahre, möchte ich euch gerne meine Grundsätze erläutern. Viehzucht ist für mich Vertrauenssache. Es weiss etwa jeder, was man alles machen kann, dass seine Lebenskuh einmal alle 5 Wochen ein bisschen mehr Milch gibt. Es ist ja auch keine Kunst. Darum ist mir Ehrlichkeit sehr wichtig. Alle meine Aussagen in der Präsentation habe ich mit meinem besten Wissen und Gewissen gemacht. Ich persönlich kann auch nicht mit bearbeiteten Fotos anfangen. In meinen Augen sagen die Fotos auch nicht mehr aus. Darum sind meine Fotos nur Schnappschüsse, die mehr oder weniger spontan entstanden sind. Abgesehen vom Putzen, wenn überhaupt, sind die ohne irgendwelche Vorbereitungen entstanden. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich setze da einfach auch häufig ein. Also, wenn ich da nicht ehrlich wäre, dann würde ich mich selber beschissen. Und so blöd bin ich jetzt bei Gosch noch nicht. Für mich auch ganz wichtig, bei der Viehzucht darf es, respektive muss es, verschiedene Meinungen oder Ansichten dürfen geben. Darum gibt es auch kein richtig oder falsch oder kein schwarz oder weiss Denken. Ich erzähle da in der Präsentation von meiner Meinung, welche ich aus meiner Erfahrung gebildet habe. Man darf selbstverständlich auch eine andere Meinung haben. Was mir auch ganz wichtig ist, ich will mit meinem Projekt auch niemanden angreifen.
Das ganze Projekt ist auf meinem Mist gewachsen. Und darum, wenn jemand ein Problem hat mit meinem Projekt, dann soll er zu mir kommen. Und nicht jemand von meiner Familie wegen dem abfuttern. Die haben schließlich auch nichts dafür, dass sie mich haben. Das sind zum Teil Arme, um mich kommen. Und zum Schluss, ich koche auch nur mit Wasser. Respektive, ich kann nicht zaubern oder heilsehen, Kaffeesatz lesen oder was auch immer. Und darum will ich und tue ich auch nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Mein Stier hat seine Stärken und Schwächen und seine Zuchtwert sind zum grössten Teil nur auf Basis von Genomzuchtwerten, die ich generell mit einer gesunden Vorsicht betrachte. Aber zu dem komme ich noch. Und zum Schluss braucht es in der Zucht, wie überall im Leben, auch immer ein bisschen Glück. Das finde ich für die heutige Zeit eine ganz wichtige Folie. Das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt und ist sicher ein weiterer Grund für mein Projekt. Ich glaube, gerade im heutigen medialen Zeitalter ist es besonders wichtig, dass man selber gut beobachten und auch mitdenkt und dann anhand seiner Erfahrungen seine eigene Meinung bildet. Einfach nachplappern, was die anderen sagen, das kann jeder. Und wie ein toter Fisch im Fluss, respektive im Mainstream zu schwimmen, für das ist das Leben einfach zu kurz und auch zu wertvoll. Das ist auch das, was ich meinen Kindern einmal schon mitgegeben habe. Dann beobachten, haben eine gesunde Skepsis und stehen zu eurer Meinung. Ich möchte mit meinem Projekt das auch ein bisschen vorleben. Da seht ihr noch eins, die Hauptnummer, wo man die Dose vom Stier einfach bestellen kann. Ihr könnt natürlich die Dose auch direkt bei euch vom Sägestall besamen bestellen. Tönt ihm einfach das frühzeitig mitteilen, damit er die Dose kann organisieren. Ich würde gerne noch ein paar Worte loswerden, damit ihr mein Projekt ein bisschen einordnen könnt. Der Einfach ist kein Sägestallstier und hat auch nichts mit der Zuchtstrategie von Sägestall zu tun. Die züchterischen Überlegungen, oder einfach verkörpert, stammen aus meiner Zuchtphilosophie. Sägestall ist in meinem Fall ein reiner Dienstleistungsanbieter. Es ist mein Stier, ich zahle für Dienstleistungen und es sind dann schlussendlich meine Dosen, heisst auch mein Risiko. Nur noch zur Frage, wieso Sägestall und nicht die andere KB-Organisation. Die andere KB-Organisation ist sicher auch eine ganz kompetente Firma. Mir ist es aber ein ums Prinzip gegangen, dass ich die kleinere KB-Organisation berücksichtigen wollte. Ich finde es sehr wichtig, dass es auch in Zukunft mindestens 2 KB-Stationen in der Schweiz gibt. Wir wissen alle zusammen, dass ein Monopol nie gut ist. Es gibt immer Verlierer und in dem Fall wären wir Züchter die Leidtragenden. Darum habe ich Sägestall als Dienstleistungsanbieter ausgewählt. Zudem bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit von Sägestall. Ich hätte auch sehr gerne sexy Dosen produzieren lassen. Aber das ist leider aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen. Respektive, es wäre für ein Privatstier schlicht zu aufwendig gewesen. Preisgestaltung inklusive Rabatt von der Einfachsamendosen habe ich so gewählt, dass die gleich sind wie bei den Sägestall Jungstieren. In Anbetracht von der kleineren Dosenzahl, dem ganzen Aufwand und Risiko, müsst ihr eigentlich mehr für Dosen verlangen. Aber wie ich schon gesagt habe, ist das Projekt eine Herzensangelegenheit und ich will vor allem mit meinen Kühen und nicht mit dem Verkauf von Samendosen mein Geld verdienen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir ein Mail schreiben. Mailadressen seht ihr eingeblendet. Läutet mir bitte nicht an. Ich würde sehr gerne mit euch am Telefon über Viehzucht philosophieren. Aber mir fehlt einfach Zeit für das. Ich habe das auch meiner Familie versprochen, dass sie wegen diesem Projekt nicht die ganze Zeit am Telefon werden sein. Ich danke fürs Verständnis.
Wie ich schon erwähnt habe, ist für mich Viehzucht etwas ganz Heikles. Und nicht nur das Nacheifern nach einem Schönheitsideal, wo irgendwelche Dritte im Alp bestimmt haben. Was heisst das? Man hat einmal Land, auf dem Land baut man Futter an. Und aus dem Futter will man dann Milch produzieren. Neben Land braucht es noch weiteres. Zum Beispiel Infrastrukturen, Gebäude, Arbeitskräfte, Kapital und Zeit. All diese Faktoren sehen je nach Betrieb sehr unterschiedlich aus. Mit diesen ganzen Faktoren, Ressourcen, probiert man eine möglichst gute Strategie zu entwickeln, um wirtschaftlich Milch zu produzieren. Die Strategie kann je nach Betrieb darum sehr unterschiedlich aussehen. Ich persönlich schaue immer auf die Stufe der Herde. Will ich eine Herde mit wenig, aber dafür mit grossen Tier- und hohen Einzeltierleistungen? Oder will ich eine Herde mit mehr, aber kleiner Tier- und kleineren Einzeltierleistungen? Das Ziel muss aber immer das gleiche sein. Mit der Kuhherde aus dem Futter möglichst effizient Milch produzieren. Beide Strategien haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der grösseren Herde mit den kleineren Kühen kann die Arbeit vom Umwandeln vom Futter in die Milch auf mehr Schultern verteilt werden. Auf der anderen Seite hat man mehr Tiere zum Betreuen. Die grössere Herde braucht auch ein bisschen grösseren Stall. Wobei es eigentlich nicht mehr Futter und Düngerlagen braucht, da die kleinen Kühe weniger fressen und schiessen. Zusätzlich hat man mehr Kälber, die man verkaufen kann. Leider können sie je nach Kanton noch raumplanerische Hürden geben, obwohl die Emissionen nach meiner Ansicht bei den grösseren Herden mit den kleineren Kühen nicht grösser sein müssen, da die Emissionen pro Kuh kleiner sind. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wenn man die passende Strategie gewählt hat, dann muss man sich überlegen, was für Eigenschaften muss eine Kuh haben, damit die möglichst gut im System funktioniert. Und das ist für mich Viehzucht. Dementsprechend definiert man auch sein Zuchtziel. Ich habe das Gefühl, dass jeder sagt, dass er das macht. Auf der anderen Seite sehe ich halt, dass häufig immer die gleichen Stiere eingesetzt werden. Das ist für mich ein bisschen widersprüchlich. Aber ja, es muss schlussendlich jeder selber wissen, was er oder sie für Schiere einsetzt. Auf jeden Fall habe ich analog zu dieser Folie meine Präsentation aufgebaut. Zuerst erzähle ich kurz etwas über mich, über unseren Betrieb und über unser Betriebsziel. Und dann erzähle ich euch von meinem Zuchtziel, wo ich anhand von unseren Gegebenheiten und meinen Erfahrungen definiert habe. Und am Schluss komme ich zu meinem Stier einfach. Bei diesem Projekt geht es gar nicht um mich. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass ihr ein paar Worte über mich hört, damit ihr mich ein bisschen einordnen könnt. Ich heiße Thomas Müller. Die mich kennen, wissen, dass ich ein ganz ruhiger und bodenständiger Zeitgenoss bin, der auch nicht gerne im Mittelpunkt steht und auch nicht ein besonders guter Redner ist. Darum muss ich ehrlich sagen, dass das Projekt mit dieser Präsentation ein bisschen Überwindung gebraucht hat. Unter anderem weiss ich auch nicht, wer das Video alles anschaut und wie die Reaktionen darauf sind. Ich will aber auf gar keinen Fall irgendwie Besserwisserisch überkommen. Es sind meine Erfahrungen und meine Meinungen. Klar, auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und darum kann auch ich mich irren. Schließlich hat man bekanntlich nie ausgelernt. Aber was ich kann sagen, dass ich ein riesen Glückspilz bin. Denn ich habe wirklich eine super, mega tolle Frau an meiner Seite, die auch Freude am Bauern und am Vieh hat. Das ist alles andere als selbstverständlich. Seit Sommer 2021 sind wir stolze Eltern von unserem kleinen Sonnenschein. Das ist auch ein riesiges Geschenk, für das man nicht nur dankbar sein kann. Noch kurz zu meiner Ausbildung. Seit meiner Kindheit habe ich mega Freude am Vieh. Ich habe als kleiner Knirps unter anderem alle Kabelkataloge von vor bis hinter durchstudiert. Bei der Viehzucht fasziniert mich, dass 1 plus 1 nie 2 gibt.
um die Verantwortung gegenüber dem Lebewesen, wo man da erzüchtet tut. Und auch gegenüber von meinem Vater, wo er das Stück Vieh muss halten und schlussendlich mit dem Geld verdienen muss. Mir war darum immer klar, dass ich mal Bauer werde. Ich habe die Lehre als Landwirt gemacht, da unser Betrieb von der Grösse her nicht für einen Vollerwerb reicht, habe ich müssen eine zusätzliche Ausbildung oder eine Weiterbildung machen. Ich habe mich dann für das Agronomiestudium in Zollikofen entschieden. Erstens hat es mich Wunder genommen, was für Leute Agronomie studiert. Zweitens, was man an einem solchen Studium überhaupt lernt. Und drittens hat mich die Herausforderung gereizt. Vor dem Studium habe ich noch ein bisschen in Neuseeland gearbeitet. Mir hat vor allem das neuseeländische Produktionssystem und die Genetik interessiert. Nach dem Studium habe ich zuerst als Lehrer und Berater im Bereich der landschaftlichen Betriebswirtschaft gearbeitet und habe dann nachher noch ein bisschen Erfahrungen in der Futtermittelbranche dürfen sammeln. Auf 2023 dürfen wir den Milchviehbetrieb von meinen Eltern weiterführen. Ein Betrieb dürfen zu übernehmen, ist ein grosses Privileg. Für das bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Aber das Führen von einem Nebenerwerbsbetrieb setzt eine externe Arbeitsstelle voraus mit genügend Flexibilität. Und darum habe ich die Stelle gewechselt und werde in Zukunft als Quereinsteiger in der Energiebranche tätig sein. Ich denke, dass es nicht schadet, wenn man auch einmal außerhalb der Landschaft tätig ist. Ich glaube, dass jetzt kurz vor der Hofübernahme ein guter Zeitpunkt ist für mein Projekt. Eine Hofübergabe ist auch immer ein kleiner Umbruch. Und mit meinem Projekt kann ich jetzt meine neuen Wege einschlagen und mich züchterisch klar positionieren. Das soweit zu mir. Für mich ist es bei der Zucht auch immer sehr wichtig zu wissen, von welchem Betrieb kommt ein Stier. Damit ich ein bisschen abschätzen kann, wie seine Vorahnen gehalten worden sind. Aus dem Grund stelle ich euch kurz unseren Betrieb vorstellen. Unser Familienbetrieb liegt im Entlebuch in der Bergzone 1. Wir bewirtschaften rund 12,5 Hektar landschaftliche Nutzfläche in Form von Naturwiesen. Wir haben etwa 20 Braunviehkühe, mehrheitlich Braunswiss, zum Teil haben wir noch ein bisschen Obenblut eingekreuzt. Unsere Rinder sind im Aufzuchtvertrag. Ihr habt einen älter, zweckmässigen Anbindestall mit Rohrmauchanlage. Ihr habt ein Vollweidesystem mit Tagesportionen. Unsere Kühe sind etwa am Tag 8 Stunden auf der Weide. Wir erwarten aber, dass die Kühe ihre Weide sauber abfressen. Dank dem hohen Weidendruck müssen wir die Weide nicht nachher bearbeiten, wie zum Beispiel Mulchen. Im Stall füttern wir nur sehr wenig nachher. Das heisst, etwa 1 bis 2 kg älteres Heu pro Kuh und Tag und die Startphase Kühe bekommen ein bisschen Ganzpflanz Maiswürfel und ein bisschen Kraftfutter. Die Kraftfuttermenge ist auf etwa 300 kg pro Kuh und Jahr begrenzt. Durch Weiden haben wir generell eher einen Strukturmangel und darum sind wir beim Kraftfutter eher zurückhaltend. Unser Betrieb ist silofrei und konventionell. Bei dieser Produktionsstrategie kann ich halt einfach keine wunderschöne Entity-Leistung präsentieren. Es ist ein Kompromiss und darum kann unsere Kühe ihr genetisches Leistungspotenzial zugunsten von der Arbeitseffizienz nicht voll ausschöpfen. Durch die kleine Betriebsgrösse ist unser Betrieb während vielen Jahren im Nebenerwerb geführt worden. Auch ich werde den Betrieb im Nebenerwerb weiterführen. Das soweit zu unserem Betrieb. Was sind unsere Betriebsziele? Grundsätzlich eine möglichst effiziente Milchproduktion. Das heisst, dass ich meine Ressourcen, Arbeitszeit, Kapital und die übrigen Ressourcen möglichst optimal nutzen will. Schlussendlich melden wir gern, aber nicht gratis und es muss finanziell aufgehen. Sicher ist auch ein Ziel, dass ich zusammen mit meiner Familie den Betrieb weiterentwickeln kann. Vielleicht kann man irgendwann einmal etwas zupachten oder sogar zukaufen. Mir ist schon bewusst, dass
dass gerade im Entlebuch nicht ganz einfach ist. Aber ja, wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Vielleicht geht auf einmal unerwartetes Türchen auf. Ein kleiner Traum ist es halt schon, dass wir einmal von der Viehwirtschaft könnten leben. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt einen eigenen Betrieb dürfen übernehmen. Und darum sind wir auch mit dem, was wir haben, mehr als glücklich. In der heutigen Zeit ist die Zeit eine Mangelware. Und Zeit ist Geld. Niemand hat mehr Zeit zum Pascheln oder Döckteln. Ich tue auch lieber meine Zeit für die Pflege von meinem Betrieb einsetzen. Wie zum Beispiel Wiesenpflege, Unkrautbekämpfung und so weiter. Von dem habe ich einen Nutzen. Mit dem Wegdöckterle oder Bäschen von genetischem Defizit bei den Kühen habe ich nur Aufwand. Aber zu dem komme ich noch. Die Effizienz ist schlussendlich für jedes Unternehmen, ob jetzt Schreiner, Metzger, Mechaniker oder was auch immer, sehr wichtig, wenn man auf dem Markt bestehen will. Und darum, schlussendlich muss es einfach rundlaufen und dann macht es Freude. Damit alles rund läuft, ist Genetik ein ganz wichtiges Puzzleteil. Jetzt kommen wir zu unserer Strategie und zu unserem Zuchtziel. Unsere Kühe sollen ihr Futter selbstständig von der Weide holen. Das spart Zeit und Geld. Zudem können Konservierungsverluste, die unter anderem beim Heu entstehen, vermieden werden. Die Kühe sollen in unseren Stall und auf unsere Weide passen. Mit der Milchleistung streben wir ein Optimum an, wo das Optimum etwa liegt, zu dem komme ich noch. Und dann müssen unsere Kühe vollkommen problemlos sein. Das heisst, kein Kalorienproblem, top Buttergesundheit, top Fruchtbarkeit, frühere und langlebig sollen die Kühe sein und einfach kein Problem machen. Langlebigkeit ist für mich wichtig, damit ich auch mit Mastgetränken verkaufen kann. Zudem muss ich weniger Rinder in unsere Herde eingliedern und anmelden. Das ist jedes Mal mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Und die Rinder verursacht auch immer eine gewisse Unruhe in den Herden. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, muss es einfach effizient sein. Und es muss einfach rund laufen und dann macht es Freude. Was mich aber auf Bahnen bringt, ist, wenn jemand behauptet, dass Vollweide mit tiefer Entity-Leistung eine Extensivierung ist. Das hat nichts mit Extensivierung zu tun, wenn die tiefer Entity-Leistung mit der grösseren Tieranzahl kompensiert wird. Für mich ist die entscheidende Frage, wie viel Milch kann meine Herde aus meinem Grundfutter produzieren und zu welchen Kosten? Wie sieht mein Zuchtziel jetzt konkret aus? Schaut mal die Kuh an. So ein Anblick macht mir Freude. Das ist mein Zuchtziel von vorne. Eine kurzbeinige, breite Kuh mit möglichst viel Rippenwölbung und Kapazität. Also eine richtige Trommel. Das ist übrigens auch Grossmutter von meinem Stier einfach. Von der Seite her sieht mein Zuchtziel etwa so aus. Aber für mich ist die Basis der Zucht die genetische Fitness. Ich verlange genetisch eine gute Fruchtbarkeit und eine gute Untergesundheit sowie eine gute Persistenz. Für mich ist Persistenz ein Anti-Stress-Zucht wert. Es stresst mich nämlich sehr, wenn eine Kuh nach 8 Wochen nach dem Kalbern noch nie stierig war und ich genau weiss, dass sie eine schlechte Persistenz hat. Mit einer guten Persistenz macht es nicht allzu viel, wenn die etwas später trächtig wird. Auch schaue ich bei den Stieren auf den Zuchtwert Nutzungsdauer. Der Zuchtwert sagt nur bedingt aus, wie alt die Kühe werden, sondern sagt mehr aus, wie viel von den Töchtern sind als junge Kühe bereits ausgemerzt worden. Je höher der Zuchtwert ist, desto weniger junge Kühe sind ausgemerzt worden. Da man bekanntlich eine junge Kuh, mit der man zufrieden ist, nicht ausmerzt, ist das für mich der Zufriedenheitszuchtwert. Ich sage immer,
Eine Kuh kann nur den schönsten Körperbau haben, es nützt alles nichts, wenn die genetische Fitness nicht gut ist. Ich vergleiche das gern mit einem Haus. Man kann das allerschönste Haus bauen, wenn aber der Baugrund, auf dem das Haus bauen ist, nicht gut ist, dann zerfällt jedes noch so schöne Haus früher oder später. Klar, man kann mit diversen Massnahmen probieren, den Baugrund zu stabilisieren. Es kostet aber alles Geld und ist zeitintensiv. Das gleiche bei der Fitness. Ist die Genetik schlecht, dann kann man mit verschiedensten Massnahmen probieren, das zu kompensieren. Das ist dann mit viel Aufwand, Kosten und mit einem sehr intensiven Management verbunden. Meine Erfahrung ist, wenn die Kuh bei den Gesundheitsmerkmalen genetisch gut ist, dann mag es viel mehr verleiden und das ist und ein gutes, einfaches Management reicht aus. Für die, die mich bis dahin nicht ganz verstanden haben, habe ich noch ein weiteres Beispiel. Das Beispiel von der Obstzucht. Ich bin absolut kein Obstfachmann, versteht mich bitte richtig. Aber so wie es mir ist, werden da die Sorten miteinander gekürzt und die Sämling werden dann aufgezogen. Bei diesen neuen Bäumen, die daraus entstehen, wird nicht zuerst geschaut, wie die Fruchtqualität oder wie hoch die Erträge sind. Nein, die kleinen Pflanzen werden zuerst gerade mal mit den verschiedensten Krankheiten in Kontakt gebracht. Die Sorten, die nicht resistent sind, werden gar nicht mehr weiter getestet und werden sofort aussortiert. Es bringt ja nichts, wenn man eine neue Äpfelsorte hat, die mega fein und super ist, aber die hochanfällig für Feuerbrand ist. Die Sorte ist schlicht unbrauchbar. Genau das Prinzip wende ich bei meiner Zucht auch an. Ich weiss, ich wiederhole mich. Es bringt mir wirklich nichts, wenn ich eine Kuh habe, die einen Körperbau hat, der genau meinem Zuchtziel entspricht und viel Milch gibt, aber zum Beispiel anfällig für Uterentzündungen ist oder einen schlechten Stoffwechsel hat. Ich hoffe, dass ihr seht, was ich sagen will. Ja, jetzt kommen natürlich die sagen, Vererblichkeit von Fitnessmerkmalen ist tief. Ja, das kommt immer darauf an, wie man es anschaut. In der gleichen Herde, wo alle Kühe die genau gleichen Bedingungen haben, dann sieht man den genetischen Unterschied sehr gut. Das ist meine Erfahrung. Schlussendlich hat jeder Züchter eine eigene Stationsprüfung, wo er seine Kühe täglich testen und miteinander vergleichen kann. Wenn die Fitnessmerkmale gut sind, dann schaue ich die folgenden Punkte an. Bei der Kuh fange ich gerade vor der Stall. Ich habe es bereits vorher eingeblendet versehentlich. Ich hole eine Kuh mit einem ruhigen Charakter und eine, die den Willen hat zum Fressen. Dann will ich nicht allzu lange Beine. Lange Beine allein geben noch keine Milch. Die Schnurren muss nahe beim Boden sein, damit die Kuh auf der Weide gut fressen kann und fürs Fressen wenig muss umlaufen. Das Umlaufen beim Weiden erzeugt nur Unruhe in der Herde. Dann soll die Kuh breit, tief und eine möglichst ausprägte Rippenwölbung gegen raus haben. Und zusätzlich eine gute Körperlänge aufweisen. Das gibt Volumen und Kapazität für Herz, Lungen, Panzer und die anderen Organe. Für mich ist ein grosses Panzerlumen nicht nur für die Futteraufnahme wichtig, sondern ich schaue auch oder lege grossen Wert darauf, dass das Futter möglichst lang im Panzer kann fermentieren. Gleichzeitig soll der Darm auch genug Platz haben, damit er richtig kann arbeiten kann. Das ist wichtig, dass die Kuh das Futter möglichst gut verwerten kann. Es bringt ja schließlich nichts, wenn die Kuh viel frisst und nur viel schießt.
Im Fundament wollte ich vor allem viel Klauensatz und mit sehr guter Qualität. Das Klauhorn soll korrekt gewachsen sein. Mit einem hohen Gewucher von Klauhorn kann ich gar nichts anfangen. Mir ist auch wichtig, dass eine Kuh eine gesunde Menge an Muskelmasse hat. Die Muskeln sind darum wichtig für die Fortbewegung und die Stabilisation des Skeletts. Die Muskeln verleihen schlussendlich an der Kuh die Kraft zum Laufen und sind auch eine gewisse Reserve für schlechte Zeiten. Mein Zuchtziel ist aber keine Zweinutzungskuh. Zur Milchleistung. Die Milchleistung setzt ins Verhältnis zum Körpergewicht. Mein Ziel ist eine Grundfutterleistung pro Laktation von etwa 10-fachen vom Körpergewicht im Rind und etwa das 12-fache vom Körpergewicht bei der ausgewachsenen Kuh. Die angestrebte Lebensleistung liegt mindestens beim 100-fachen vom Körpergewicht. Zu erwähnen ist, dass die Leistung bei einer restlichen Fütterung zu erbringen sind. Da sonst das Vollweidesystem schlicht und einfach nicht funktioniert. Mein Ziel ist, dass eine Kuh aus wenig viel kann produzieren und dabei gesund bleibt. Gesundheit und Futtereffizienz respektive Futterfertig ist für mich das A und das O. Beim Uttervolumen habe ich das Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ein riesen Trommel mit unproduktivem Uttergewerbe nützt mir gar nichts. Die wunden Stellen bei den Innenschenkeln sehe ich auch gar nicht gern. Eine Kuh muss sich wohlfühlen mit ihrem Uter, um dem gut laufen können. Es ist mir auch nicht unbedingt wichtig, wie das Uter in der ersten Laktation aussieht. Für mich ist viel entscheidender, wie das Uter in der 10. Laktation aussieht. Eine Kuhrasse ist etwas, was sich über die Zeit verändert. Das ist auch gut so. Auf der Folie bin ich ein Schäfchen ganz unten. Das bin ich. Ich habe einfach müssen feststellen, dass sich die Rasse in eine Richtung entwickelt, wo sie immer weniger auf meinen Betrieb passt. Das sind KB-Organisationen, die durch die Selektion der Jungstiere und durch ihr Marketing einen sehr grossen Einfluss auf die Rasse haben. Ich habe dann einfach müssen sagen, dass der Kuhtyp, der selektioniert wird, einfach nicht die Kuh ist, die ich auf meinem Betrieb brauche. Versteht mich bitte nicht falsch, nicht, dass die von der KB-Organisation selektionierte Stiere schlecht sind oder so. Die werden sicher auch sehr gut sein und auf andere Betriebe sehr gut passen. Bei den KB-Stieren herrscht schlussendlich Marktwirtschaft. Das, was der Züchter kauft, das wird angeboten. So einfach ist das. Da hat auch der Zuchtverband nicht viel zu sagen dazu. Der Züchter, der Kunde ist König. Zudem haben die Firmen eigene wirtschaftliche Interessen, welche natürlich absolut legitim sind. Ich persönlich bin vor der Entscheidung gestanden, entweder rühre ich jetzt unser bewährtes System überhaufen und mache beim Mainstream mit, oder ich gehe meinen eigenen Weg. Ich habe mich für meinen eigenen Weg entschieden. Damit ich schlussendlich Betrieb, Familie und Nebenerwerb unter einen Hut kann bringen. Ich wollte nicht jammern und ich habe mir gesagt, wenn kaum mehr ein passender Stier über KB erhältlich ist, dann tue ich halt einen organisieren, der mir passt. Ich kann nicht den KB-Organisationen vorwerfen, dass sie fast keinen Stier haben, der zu meinem System passen, wenn ich selber auch nicht in die Richtung unternehme. Und darum habe ich mir gesagt, los Thomas, jetzt machen wir das einfach. Ich bin wirklich auf eine problemlose Kuh angewiesen, damit meine Familie jetzt kurz kommt. Meine Familie steht für mich an erster Stelle. Wenn das nicht so ist, dann ist das oft der Anfang vom Ende. Das habe ich bei anderen Betrieben schon genug oft mit anschauen müssen. Leider.
Grundsätzlich habe ich zwei Prinzipien. Erstens, die Kuh soll sich an die Betriebsstrategie anpassen und nicht die Betriebsstrategie an die Kuh. Zweitens, die Genetik soll von ähnlichen Betrieben stammen. Warum ich auf mein eigenes Stier setze? Bei den Kalbenstieren hat man einfach nur den Zuchtwert. Aber ein viel grösser Teil ist nicht bekannt und im Dunkeln versteckt. Das sind zum Beispiel Charakter, sei es beim Handling oder der Charakterverhalten in der Herde. Das Fressverhalten, ist der Bauer da, den Grinsboden haben zu fressen, auch wenn das Futter mal nicht das Beste ist. Klauen, Beschaffenheit, Qualität, Milcheigenschaften, unter anderem Milchabgabe, Utterqualität, wie ist das Uttergewebe, Leistungsbereitschaft bei Vollweidebedingungen, wie ist zum Beispiel der Umgang mit ungünstigen Bedingungen, schlechten Wetterperioden, will die Kuh tot umkehren oder beißt sie durch, Stoffwechselstabilität, und Gewichtsschwankungen während der Laktation. Und noch vieles, vieles mehr. Bei meinem Stier, respektive seiner Kuhfamilie, kenne ich aber viele von diesen Merkmalen ziemlich genau. Das ist natürlich ein grosser Vorteil, den ich habe. So, jetzt kommen wir endlich zum Stier einfach. Der Vater vom Einfach ist der Fakt. Der Fakt hat mit 900 Töchtern eine sehr hohe Sicherheit, was mir sehr wichtig ist. Für unser Produktionssystem bringt er eigentlich zu viel Milch, aber zu dem komme ich noch. Er hat aber einen relativ tiefen Fettgehalt. Bei dieser Milchvererbung hat er eine super Persistenz. Das Markenzeichen und Fakt ist seine super Gesundheit, eine gute Fruchtbarkeit und eine ganz hohe Zuchtwert für Nutzungstour. Das heisst, die Bauern sind offenbar zufrieden mit diesen Fakttöchtern. Die Fakttöchter haben eine breite Brust und ein ruhiges Temperament beim Mähen, sowie eine super Ketoseresistenz. Was will man abgesehen vom Fettgehalt noch mehr? Für mich ist Fakt ein super Stier, der die braunen Rassen weiterbringen kann. Im Konjunktiv. Jetzt kommen wir zur Mutter. Das ist sie in der vierten Laktation. Das nächste Bild zeigt ihre Mutter in der zweiten Laktation und das dritte Bild ist die gleiche Kuh in der zehnten Laktation. Genau. Sie hat wirklich eine super Mutter, die eigentlich bis ins höhere Alter oben geblieben ist. Das nächste Bild zeigt die Halbschwester der Kuh in der 8. Laktation, das ist eine Vigortochter. Ja, es sind wirklich Kühe relativ klein, mit viel Kapazität, die bei uns immer sehr gut funktioniert haben. Und das bis ins höheren Alter. Jetzt habe ich dann noch ein paar Kommentare zur Mutter und zu dieser Kuhfamilie. Wie ich schon gesagt habe, stammt einfach aus der Kuhfamilie, die bei uns sehr gut funktioniert hat. Das sind die gewesen, nicht mit dem höchsten Zuchtwert, aber haben auch bei uns wirklich funktioniert und haben sich bewährt. Die Kuhlinie hat immer sensationelle Klauen gehabt, auch die Mutter wirklich korrekt gewachsen, viel Satz, Herzklauenhorn, wirklich einwandfrei. Die Linie hat auch nie viel übermässig viel Uttervolumen gehabt. Und auch beim Mählen, gerade zum Beispiel die Mutter, wirklich nach dem Mählen, ist nur noch Haut drum und kein überflüssiges Uttergewebe. Die Linie hat immer eine gute Fruchtbarkeit gehabt, ein gutes Fressverhalten ausgewiesen auf der Weide. Und wie ich schon gesehen habe, wirklich langlebig gewesen. Das habe ich auch schon erwähnt, relativ klein gewesen, mit viel Kapazität. Und sind Tiere, die relativ früh reif waren. Im Charakter sind sie gut. Ich habe zum Beispiel die Mutter vom Einfach selber anmelden, und damals mein Vater einen Unfall hatte. Und die hat eigentlich sozusagen kein Bein gelüpft.
Co-Beschaffung, das ist so ein lustig, also es gibt manchmal so eine coole Linie, alle fressen das Gleiche, die eine schiesst immer relativ dünn und die Linie ist immer schön dick gekotet. Ich glaube, es hat auch eine genetische Komponente, die das ein bisschen steuert. Etwas, was auch ein untypisch ist für die Kuhfamilie, ist, dass die Mutter einfach eher ein knapp ist in der Leistung. Im 21 gab es einen Unfall gehabt, und ist sie ins Board die Böschung gedrohlt, wo ihr auch nicht so gut da hat. Und im 22 hatte ich ein Verdacht gehabt, dass sie ein bisschen Lehmangel hat. Das soweit zu dem. Da seht ihr den Stammbaum vom Stier einfach. Mit Fact, Enrico, Wessen und Riebeisen hat er einfach noch Stiere mit guter Fitnesszuchtwert im Stammbaum. In den ersten drei Generationen hat er somit keine Fitnesssünder. Und hat er einfach kein AC oder Gordonblut. Er ist somit nicht mit Glen, Blumen, Biber, Nesta, Galvin und so weiter verwandt. Da finde ich auch in Anbetracht von der Blutverengung in der Brandsäuse-Population sehr wichtig, dass man auch noch anderes Blut hat. Durch die genomische Selektion wird nicht nur mit dem gleichen Stier gezüchtet, sondern es wird zusätzlich auch noch auf die gleiche Genvariante selektioniert. Das macht das Ganze sicher auch nicht einfacher. Darum, ich weiche so gut wie möglich den Stieren aus, dass sie entweder bei der Fitnesszuchtwert schwach sind oder mir die Stiere aus einer Linie häufig vom Typ her nicht gefallen. Und zusätzlich sind die Stiere sonst schon stark verbreitet, dann muss ich die nicht auch noch einsetzen. Dafür sehe ich Vigor in Kombination mit fruchtbaren Stieren immer sehr gerne im Stammbaum. Ich würde gerne noch auf die Stammkuh, die Ragusen, kurz sprechen kommen. Was mich bei dieser Kuh Ragusa besonders fasziniert, ist die Vererbung von ihrer Problemlosigkeit und Langlebigkeit. Die Tochter, die nicht alt geworden ist, die Garusa, die hat seit der zweiten Laktation auf der Welt gebleibt. Die anderen drei Töchter sind wirklich uralt geworden und bis zuletzt sind die absolut problemlos gewesen. Auch Tunia, Grossmutter vom Einfach, hat viele Töchter, die alt geworden sind. Und auch bei den jungen Tieren sieht es danach aus, dass die alt werden. Die Konstanz ist das, was mir an dieser Linie so gefällt. Und das macht einfach Freude. Meine Zuchtentscheide sind auf drei Säulen aufgebaut. Das erste sind Zuchtwerte. Zuchtwerte sind mir sehr wichtig. Vor allem haben wir hier in der Schweiz eine super Datenqualität. Mir ist aber auch das Auge sehr wichtig. Mir muss der Stier und seine Mutter vom Typ her gefallen. Ich setze kein Stier, nur anhand von seinem schönen Balkendiagramm ein. Und am Schluss lasse ich auch gerne auf mein Bauchgefühl, das alle Jahre etwas grösser wird. Zuchtwert, Auge und das Bauchgefühl ist die Reihenfolge, die ich gerne euch mein Stier weiter vorstellen würde. Fangen wir gerade an mit dem Zuchtwert. Bei den Zuchtwert fange ich mit dem Merkmal an, wo für das Geld verantwortlich sind. Sprich, mit dem Produktionsmerkmal. Als Übersicht habe ich dann eine kleine Tabelle erstellt. In der ersten Spalte seht ihr den kombinierten Zuchtwert, der aus dem Abstammungs- und Genomzuchtwert berechnet worden ist. In der Mitte seht ihr den reinen Genomzuchtwert. Der Genomzuchtwert deutet mit plus 800 kg auf sehr viel Milch hin. Im Vergleich, seine Mutter hat ein Genom von minus 500 kg. Der einfach hat noch eine jüngere Vollschwester, die einen Zuchtwert um plus minus null um hat. Ich interpretiere das jetzt so, dass der Stier einfach von seinem Vater die ganz milchige Genvariante bekommen hat. Der eher tiefe Fettgehalt bestätigt mir das. Darum stufe ich den Zuchtwert als potenziell plausibel ein
und ich habe auch nicht unbedingt Angst, dass er dort in der Vererbung streuen wird. In der rechten Spalte habe ich noch den Genomzuchtwert vom einfach in Originalbrunnenzuchtwert umgerechnet. Für mich ist der Milchzuchtwert mit plus 800 kg im Genom oder umgerechnet in Oberzuchtwert von plus 1400 kg eigentlich zu hoch. Aber erstens, es ist nur ein Genomzuchtwert. Bei dieser tiefen Sicherheit schadet ein bisschen genug Milch beim Zuchtwert sicher nicht. Es hat nämlich schon Menge junge Sterne hell geleuchtet, bevor er dann verblasst ist. Zweitens, einige Fettzöne, wie zum Beispiel der von Pisto, der Frosty oder der Cosmos, haben gezeigt, dass sie eher mit der Milch nach der Nachzuchtprüfung oben runtergekommen sind und dafür beim Gehalt gestiegen sind. Drittens, es hat, das ist jetzt meine Feststellung, doch einige Kühe, die in Anbetracht ihrer Körpermasse vielleicht ein knapp sind in der Milch. Dort schadet ein bisschen genug Milch sicher nicht. Und viertens, wenn ich eine junge Kuh habe, die gesund ist und aber für mein Betriebssystem ein bisschen zu viel Milch geben will, dann kann ich die immer gut verkaufen. Das ist kein Problem. Was für mich auch wichtig ist, dass er BB, A2 hat beim Casein. Der Aufwand für die Kuh, um die zwei Varianten zu produzieren, ist schließlich nicht grösser. Und ich weiss ja nicht, ob ich irgendwann einen Mehrpreis für das bekomme. Ich will dann einfach bereit sein mit meinen Herden. Die Melchbarkeit ist mit 108, respektive mit 117 Gramm, für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell. Die Mutter vom Einfach ist ebenfalls ein bisschen schnell zu melden. Aus dem Grund sind bei den Zellzahlen die Werte nicht so tief, wie ich es gerne hätte. Mit der Anpaarung mit dem Stierenvater-Fact ist das bereits zum grossen Teil korrigiert worden. Und wenn man die Melchbarkeit bei der Anpaarung mit Einfach noch ein bisschen berücksichtigt, dann sollte das kein Problem mehr sein. Klar wäre es schön, wenn ich mit einem Zauberstab den Zuchtwert für den Milchgehalt verbessern könnte. Aber eben, Zucht ist kein Wunschkonzert und man kann nicht alles haben. Und zudem, die hohe Milchmenge mit einem positiven Milchgehalt wäre nicht realistisch gewesen. Der Stier hat aber andere Stärken. Der Einfach hat einen guten Zuchtwert für die Fruchtbarkeit. Das auch in Anbetracht von seiner hohen Milchmenge. Eine super Uttergesundheit, einen guten Zuchtwert für die Nutzungsdauer und für die Persistenz. Er ist dort wirklich vielversprechend und ich hoffe, dass er das kann bestätigen. Ich bin zuversichtlich, aber eben, Heilsehen, das kann auch ich nicht. Ich fahre da gerade weiter mit dem extra für einfach. Mir gefällt sehr gut, dass der Genom zeigt, dass er eher kleinere Kühe macht, aber dafür mit sehr viel Körperbreite und Körpertiefe. Das sind die Proportionen, die mir sehr gut gefallen und die man eigentlich bei den übrigen braunen Stieren nicht mehr antrifft. Der Zuchtwert für die Oberlinie ist negativ. Das kommt sicher vom Vaterfakt her. Wobei, die Oberlinie vom Stier selber, die ist nur ganz leicht unterdurchschnittlich gewesen, wenn überhaupt. Zu dem komme ich noch. Und vom Gehören Zecken her, sieht das typisch Fakt. Alle seine Töchter sind leicht unterdurchschnittlich bei der Oberlinie. Durch die sehr einheitliche und konstante Vererbung sei die Zuchtwert durch das so katastrophal. Aus dem Grund habe ich da absolut keine Angst. Der Sprunggang vom Stier ist trocken, aber eher kräftig. Das sehe ich eigentlich noch gern, weil Rehbeine meine Kühe nicht unbedingt haben. Aber dafür wollte ich genug Klauensatz und Fesseln, die eine gesunde Federung haben. Beides hat der Stier.
Der Zuchtwert Ute ist gut, wobei ich dem nicht allzu grosse Bedeutung schenke. Warum? Ganz einfach, der Zuchtwert wird anhand der LB-Daten, welche zum grössten Teil von erstlaktierenden Stammen berechnet. Wie ich schon gesagt habe, interessiert es mich nicht gross, wie das Ute in der ersten Laktation aussieht. Es muss einfach gesund sein und auch noch in der 10. Laktation über den Sprunggelenk sein und einwandfrei zu mählen sein. Striche sind ebenfalls gut. Jetzt kommen wir bereits zum Auge. Das Ende, das ist hier einfach mit etwa 3 Tagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mir zu diesem Zeitpunkt nicht gefallen hat. Es war zwar ein sehr schlüpfiges Kalb, aber halt relativ leerfleischig. Aber er hatte einen ganz ruhigen Charakter und ich habe ein kleines Potenzial bezüglich der Abstammung gesehen. Aus diesem Grund habe ich dem Kalb Haare genommen und habe eine Genomanalyse gemacht. Die ist ja bekanntlich sehr gut rausgekommen. Das ist Stierkalb mit etwa einem Monat. Das Kalb hat sich da wirklich prächtig entwickelt. Und zu dem Zeitpunkt hat es mir schon viel besser gefallen als am Anfang. Mit etwa 4 Monaten ist er einfach auf die Weide gekommen. Er hat dann hauptsächlich Gras zu fressen bekommen. Aber er hat sich wirklich weiterhin prächtig entwickelt. Mit etwa 5 Monaten hat er schon relativ viel Kapazität fürs Alter. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Mit etwa 14 Monaten habe ich mal ein paar Fotos gemacht. Ich habe den Stier geputzt und ihn nachher auf die Welt geschickt. Ich habe dann probiert, einigermaßen ein paar schlaue Fotos zu machen von ihm. Zum Stier kann ich Folgendes sagen. Wie es der Genom schon ein bisschen beschrieben hat, ist er ein mittelgroßer Stier mit viel Körpertiefe, einer guten Brustbreite und einer schönen Körperlänge. Der Knochenbau beim Stier ist eher kräftig und die Rückenlinie ist höchstens leicht unterdurchschnittlich, wie man auf dem Bild eigentlich gut kann erkennen. Für meinen Geschmack könnte bei der Vorderbeistellung noch ein bisschen besser sein. Obwohl der LB-Experte ihn diesbezüglich noch gelobt hat. Es war auch ein sehr ringhärtiger Stier, der nicht wählerisch beim Fressen war. Mich dunkelt, dass er das Futter auch gut hat verwerten konnte. Obwohl er nur altes Heu, ein bisschen Ämt und ein bisschen Kraftfutter bekommen hat, war er doch gut beliebt. Da ich ihn aber allein gehalten habe, fehlt mir diesbezüglich aber der Vergleich. Darum ist es noch so schwierig für mich, das zu beurteilen. Vom Charakter her würde ich den Stier als sehr wach und nicht schreckhaft bezeichnen. Er ist ein ziemlich dominanter Stier, wo die Rangordnung sehr wichtig ist. Beim Natursprung habe ich die Kühe darum immer müssen anbinden, sonst wäre der erste Kampf um die Rangordnung ausgefechtet worden. Das ist eine Charaktereigenschaft von seiner Kuhfamilie. Alle unsere Leitkühe stammen aus dieser Kuhlinie. Die sind zwar dominant, aber gegenüber von den anderen Kühen immer friedlich gewesen. Die hat nie die untergeordneten Kühe geplagt. Die Hierarchie war klar gewesen und die Herde war darum immer sehr ruhig gewesen. Eine Eigenschaft, die ich sehr geschätzt habe. Das ist noch ein weiteres Bild vom Stier von der anderen Seite her. Er hat eine schöne Substanz, ist aber nicht allzu vollfleischig. Die Oberlinie sieht man bei diesem Bild auch sehr gut. Ihr könnt euch selber ein Bild machen zu dieser. Sprunggelenke sind trocken und wie ich schon mehrmals gesagt habe, endlich gröber. Der Umdreher hätte ich gerne etwas weiter vorne gehabt. Beim Laufen ist aber die Rücken- und Beckenpartie stabil. Er hat einen Skelettbau, der mir sehr harmonisch erscheint. Das ist noch das Bild von vorne. In diesem Bild sehen wir die Stärke und Power von dem Stier sehr gut. Ich denke auch, das ist ein Stier, der wirklich fressen kann. Und hat auch einen Körperbau, wo man auch in der Lage ist, eine gute Milchleistung aus dem Grundfutter zu produzieren.
Das ist noch das Bild, das ich auf der Selegstar-Webseite habe. Da sieht man auch gut die Kapazität von dem Stier. Die Oberlinie ist relativ nicht repräsentativ, wenn er gerade das Bein läuft. Aber eben, ich glaube, man sieht auch die Stärke von dem Stier. Das ist unser aktuelles Foto von der Mutter vom September 2022. Dort war sie gerade in der 5. Laktation. Ein langes Tier mit viel Breite. Das Futter ist gut, es ist kein Schulter, aber dafür entspricht das Futtervolumen etwa der Milchleistung dieser Kuh. Das ist auch noch das Foto von der Mutter vom Einfach. Wenn die Kühe nach der Weide so rund sind, ist das, was ich sehr gerne sehe. Mein Ziel ist aber, dass ich beim Schwanz anbinden von lauter runden Toren bei den Kühen nicht mehr sehen kann. Jetzt kommen wir zu meinem Bauchgefühl. Ihr müsst wissen, ich bin grundsätzlich ein sehr kritischer Zeitgenoss und manchmal auch ein Zweifler. Trotzdem habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Wie ich schon gesagt habe, versprechen kann ich natürlich nicht. Denn bei der Zucht braucht es bekanntlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Aber mir gefällt die Kapazität und Proportionen vom Stier sehr. Die Kuhfamilie vom Einfach hat sich bei uns über 40 Jahre bewährt. Beim Milchzuchtwert ist er deutlich höher als seine Mutter und auch höher als seine Vollschwester. Die Differenz macht mich sehr optimistisch. Auch hat er einfach die Kapazität, um eine gute Milchleistung zu erbringen zu können aus dem Grundfutter. Wie realistisch, dass der Genomzuchtwert von plus 800 kg ist, sei dahingestellt. Das Kernstück vom Einfach sind sicher seine super Fitnesswerte. Und auch der Charakter vom Schier gefällt mir sehr. Er hat wirklich Pfupf unter dem Viertel und ist weder schreckhaft noch nervös. Wäre ich nicht so vom Stier überzeugt, dann hätte ich den grossen Aufwand und die Kosten nicht auf mich genommen. Das ganze Projekt ist für mich wirklich ein Experiment und eine Herzensangelegenheit. Im schlimmsten Fall mache ich mich zum Gespött von der Nation. Dann sei es halt so. Es gibt ja schliesslich Schlimmeres. Noch kurz zu meiner Einsatzempfehlung. Der Stier Einfach ist anhand seiner Abstammung breit einsetzbar. Ihr habt jetzt meine Zuchtziele gehört und ihr könnt auch die Stärken und Schwächen vom Einfach. Ich denke, dass ihr selber jemanden abschätzen könnt, ob der Stier zu eurer Zuchtstrategie passt oder nicht. Generell wollte ich euch ans Herz legen, egal ob ihr jetzt den einfach einsetzt oder nicht, dass ihr nur Kühe für die Nachzucht verwendet, die eine gute Fruchtbarkeit, eine gute Untergesundheit haben, robust sind, eine gute Leistungsbereitschaft zeigen und eine für eure Betriebsstrategie den passenden Kuhtyp aufweisen. Jeder Stier, auch der Einfach, hat noch 50% Einfluss auf seine Nachkommen. Aus diesem Grund kann der Stier allein nicht alles korrigieren. Aus einer hochgeschossenen Stangenbohne bringt auch der Einfach vermutlich nicht eine mittelrahmige, breite Raufutterkuh mit viel Kapazität heraus. Das ist einfach so. Auf unserem Betrieb werde ich den Einfach unter anderem auf Braunviehkühe mit Originalbraunviehblut einsetzen. Ich denke, dass das eine interessante Kombination könnte sein. So, jetzt habe ich langsam ein bisschen Knöpfe in der Zunge und darum bin ich froh, dass meine Präsentation fertig ist. Es war nicht ganz einfach, alle Aussagen möglichst verständlich und diplomatisch zu äußern. Aus diesem Grund ist es vielleicht ein bisschen monoton übergekommen. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich. Auf jeden Fall ein grosses Dankeschön fürs Zuhören. Ich weiss, es war relativ ausführlich
die ich erzählt habe. Ich denke, dass es aber wichtig ist, dass ich zum Teil ein bisschen ausgeholt habe. Ich würde mich freuen, wenn ich beim einen oder anderen Züchter weiterhelfen kann mit meinem Stier. Noch mehr Freude hätte, wenn sich mein Stier einfach bestätigen kann und er seinem Namen gerecht wird. Das würde heissen, dass in ein paar Jahren einige Töchter herum wären, die man eigentlich gar nicht wahrnimmt und kennt. Sie geben tagtäglich ihre Milch, schenken einem Jahr für Jahr ein Kalb und sonst hat man mit denen nichts zu tun. Das ist das, was ich mir erhoffe von meinem Stier. Wie ich schon gesagt habe, falls ihr Züchter oder Züchterinnen kennt, die ein ähnliches Zuchtziel haben wie meins, dann könnt ihr denen von meinem Projekt erzählen und sie auf mein Video und auf mein Stier aufmerksam machen. Zum Schluss wünsche ich euch alles Gute und viel Glück in Haus und Stall. Tschüss miteinander und macht's gut.